ゴジラはモンゴファイトオールモンスターズ。モンゴ Anwalt Außendienst. Mitarbeiter sind drei Chiefs. Alle drei sind gleichgestellt. Und der Igel, frag ihn selbst. Da lag der ewige Mungo aber ganz schön daneben mit dieser Nord Stream-Geschichte. Könnte man nun fast meinen, wenn man den Artikel des Pulitzer-Preisträgers Seymour Hersh liest. Könnte man. Und liest man ihn sich durch, dann könnte man auch auf Unstimmigkeiten stoßen. Mir ging es jedenfalls so. Die zeige ich dir nun auf. Die Arbeiten von Hersh sind beeindruckend. Er hat sehr viel aufgedeckt. Er war aber auch Pressesprecher demokratischer Präsidentschaftskandidaten und bezichtigte Kennedy fälschlicherweise mit der organisierten Kriminalität zu schaffen zu haben. Rate, wie noch sein Vater mit Nachnamen hieß. Hershowitz. Do you understand? Zweifellos ist dieser Artikel äußerst detailreich und beschreibt genauestens, wie es stattgefunden haben soll. Das meiste davon will ich auch gern glauben. Oder halte es, besser gesagt, für hochwahrscheinlich. Wie es nun genau stattgefunden haben soll, zeige ich dir gleich. Lass mich aber zuerst noch diesen kleinen Absatz vorlesen. Hersh berichtet, dass die Boje am 26. September von einem P-8-Überwachungsflugzeug der norwegischen Marine, in Anführungsstrichen während eines scheinbar routinemäßigen Fluges, abgeworfen wurde und der Sprengstoff einige Stunden später detonierte. Hier eine Grafik zum Ablauf. Erstens Juni 22. Navy-Taucher platzieren ferngesteuerte C4-Sprengsätze an den Pipelines. Zweitens 26. September 22. Das norwegische Marineflugzeug P8 wirft über der Ostsee eine Sonarboje ab. Natürlich etwa dort, wo auch die Pipelines entlanglaufen. Die Boje sendet eine Sequenz von einzigartigen, niederfrequenten Tönen ab. Der Code für die C4-Sprengsätze und dieses Bild stammt ebenso wie das nächste direkt aus dem Artikel von Seymour Hersh auf Daily Mail. Dieses Bild ist dort eingebettet, genau wie das andere auch. Das andere ist dieses. Hier steht 26. September. Die Pipelines wurden nahe der dänischen Insel Bornholm Ziel von 4 Explosionen. Targeted by 4 Explosions. Dennoch schreibt Hersh kurz davor, dass Taucher an 3 Nord Stream Pipelines im Juni 2022 C4-Sprengstoff platziert hätten. Wieso 4 Sprengsätze an 3 Pipelines und nicht an jedem dieser Stränge ein Sprengsatz? Warum lässt man einen übrig? Dennoch kann dies auch aus irgendeinem Grund so gewollt gewesen sein. Schauen wir weiter. Nochmal der erste Absatz. Hersh berichtet, dass die Boje am 26. September von einem P-8-Überwachungsflugzeug der norwegischen Marine während eines scheinbar routinemäßigen Fluges abgeworfen wurde und der Sprengstoff einige Stunden später detonierte. Hier eine ungekürztere Fassung von Hershs Bericht. Am 26. September 2022 warf ein P-8-Überwachungsflugzeug der norwegischen Marine bei einem scheinbar routinemäßigen Flug eine Sonarboje ab. Das Signal breitete sich unter Wasser aus, zunächst auf Nord Stream 2 und dann auf Nord Stream 1.
Wenige Stunden später wurde der Hochleistungs-C4-Sprengstoff ausgelöst und 3 der 4 Pipelines wurden außer Betrieb gesetzt. Innerhalb weniger Minuten konnte man sehen, wie sich Methangas, das in den stillgelegten Pipelines verblieben war, an der Wasseroberfläche ausbreitete und die Welt erfuhr, dass etwas Unumkehrbares geschehen war. Schon gleich nach dem 26. September tauchten einige verschiedene Flugradarbilder auf. Man vermutete hier was, man sah dort etwas. Und eines davon ist dieses Bild. Hier wurde angegeben, dass Zeiten fehlen und diese nachkonstruiert wurden. Es sollte aber dann in etwa einmal so geflogen sein. Und zwar von Island kommend, westlich an Bornholm vorbei, weiter nach Polen. Nur um dann dort eine Stunde lang in der Luft Kreise zu fliegen, bevor es dann wieder Richtung Bornholm weiterflog. Dort eine Schleife in der Nähe einer der Explosionen tätigte und allem Anschein nach diese Boje abgeworfen haben soll, die dann die Sprengsätze auslöste. Es sei dann wieder zurück nach Island. Nun geschahen diese Explosionen aber zu unterschiedlichen Zeiten, und zwar genau in einem Abstand von 17 Stunden. Und hier steht: Das Signal breitete sich unter Wasser aus, zunächst auf Nord Stream 2 und dann auf Nord Stream 1. Wenige Stunden später wurde der Hochleistungs-C4-Sprengstoff ausgelöst. Das hört sich an, als seien alle Explosionen zur gleichen Zeit getätigt worden. Es ist aber auch nicht bloß schlecht ins Deutsche übersetzt, denn die englische Version sagt nichts anderes. Diese Sprengsätze haben also das Funksignal erst einmal empfangen und dann scharf gestellt. Es waren also Zeitzünder. Sie haben das Signal empfangen und wenige Stunden später detonierten sie. Ich will damit darauf hindeuten, dass sie nicht, als sie das Signal empfangen haben, sofort explodiert sind. Warum dann diese 17 Stunden Unterschied? Auch nicht, weil es unterschiedliche Signale gewesen wären, die an die jeweiligen Detonationsorte gesendet wurden. Hier steht ganz klar das Signal. Auf Twitter veröffentlichte jemand eine noch genauere Flugroute dieser norwegischen P8, und zwar mit Uhrzeitangaben. Wie klar zu sehen ist auf der linken Grafik, wäre diese P8 etwa um 2.44 Uhr, also zwischen 2.42 Uhr und 2.46 Uhr jedenfalls, nahe der vermeintlichen Stelle der Explosion von Nord Stream 2 gewesen und hätte dann vermutlich dort diese Boje abgesetzt, die dann das Funksignal aussendet. Die Detonation bei Nord Stream 2 soll aber bereits um 0.03 Uhr stattgefunden haben, also 2,5 Stunden, bevor die P8 dort diese Schleife flog. Und hier hat nicht einfach irgendjemand Uhrzeiten hingeschrieben. Das ist schon korrekt so. Es wird an anderer Stelle bestätigt. Zeige ich dir gleich. Du stimmst doch mit diesem Wissen dann meiner Theorie zu, dass die P8 diese Boje ja dann wohl nur bereits abgeworfen haben kann, als sie das erste Mal westlich an Bornholm vorbeiflog, um nach Polen zu fliegen, um dort eine Stunde lang Kreise zu drehen. Dann flog sie, warum auch immer, vielleicht ein wenig gefahrenhungrig zu dieser Stelle, wo sie vorher die Boje abgeworfen hatte, flog dort eine Schleife, machte noch ein paar Kurven und Flugbewegungen über der Ostsee und kehrte dann nach Island zurück. Hier ein Artikel dazu
Ein US-Navy-Flugzeug flog einige Stunden nach der ersten Explosion in der Nähe der Nord Stream 2 Pipeline, berichtet Reuters. Es sei also einige Stunden später dort vorbeigeflogen. Demnach, so wie auf der linken Grafik, 2,5 Stunden später. Es geht noch weiter. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, sei die P-8A Poseidon um 0.03 Uhr über der Nordsee gesichtet worden. Also genau zum Zeitpunkt der Sprengung und genau als schwedische Seismologen eine Unterwasserexplosion registrierten. Eine Stunde später flog das Flugzeug südlich von Bornholm Richtung Nordwestpolen. Seltsam. Und in Hirschs Bericht steht, dass diese P8 norwegisch sei und aus der Richtung Island kommend nach Bornholm flog. Das macht keinen Sinn. Es passt nicht zu den Detonationen. Wann hätte sie diese Boje dort abwerfen sollen, wenn sie um 0.03 Uhr noch über der Nordsee war? Dann fand ich eine ältere Abhandlung, die bereits im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde, über die Anschläge und habe hier eine andere Variante der Flugroute der P8. Denn anscheinend war dies eine Art geheimer Mission, daher auch die fehlenden Uhrzeiten bei der anderen Route, die sie dann nachträglich hinzugefügt haben. Und dieses Mal, und es war auch eine P8A, die hier aufgezeichnet und erfasst wurde, startete sie nicht etwa in Island, sondern kam aus den USA. Aber nicht bloß diese zwei Startpunkte der P8 wären denkbar, denn die Amerikaner haben nicht bloß in Norwegen P8-Hangars, auch in Großbritannien. Und erinnere dich an die geleakte Nachricht von Liz Truss. It's done. Und ich sage dir etwas. Für mich erscheint das ziemlich logisch, dass sie aus den USA kam. Und nicht nur von Norwegen. Denn diese Flugroute wäre damit viel besser erklärbar. Denn aus den Vereinigten Staaten kommend, hätte sie nur noch sehr wenig Treibstoff. Diese P8 ist eine umgebaute Boeing 737. Und sie flog dann zuerst nach Polen, um dann dort wieder aufzutanken. Daher auch die Kreisfliegerei. In dieser Zeit wurde sie wieder aufgetankt. Dann flog sie, wie du auf der grünen Linie sehen kannst, nach Bornholm, flog dort diese Schleifen und befand sich um 7.09 Uhr dort, wo das gelbe Flugzeug zu sehen ist. Interessanterweise flog sie aber auch hier beim Hinflug nicht westlich an Bornholm vorbei, nach Polen, sondern östlich. Der Hinflug ist die blau-violette Linie. Aber auch sie hätte den Sprengsatz nicht auslösen können durch eine abgeworfene Sonarboje, was Nord Stream 2 anbelangt. Es gibt hier eine kleine Auflistung und auch daher erscheint mir das Ganze plausibler. Hier steht, die zwei Flugzeuge trafen sich über Polen zum Auftanken und um 3.28 Uhr koppelten sie ab. Das Tankflugzeug flog dann zurück nach Spangdalem. Allerdings wurde der Flug vertuscht und findet nun 3 Tage später statt. Es gibt dazu eine Grafik. Das hier ist noch interessant. Die P8 verlässt die Gegend um 7 Uhr und ist während der ganzen Zeit das einzige Flugzeug am Himmel. Sprich, diese Sache mit der abgeworfenen Sonarboje und der Sprengung von Nord Stream 2 um 0.03 Uhr nachts passt zu keiner
dieser zwei Flugrouten und es gibt sonst keine weiteren Möglichkeiten von P8-Flugrouten an diesem Tag um diese Uhrzeit. Hier noch einmal das einzige aufgezeichnete Erdbeben am 26.09. in der Ostsee. Es ist an der Stelle, wo auch die Schäden an Nord Stream 1 dann aufgetaucht sind am 26.09. um 19.03 Uhr oder 17.03 Uhr Ortszeit. Das würde gehen. Das Flugzeug hätte die Sonarboje abgeworfen und 10 Stunden später wären die Sprengsätze hochgegangen. Es passt aber nicht für Ort und Zeit bei Nord Stream 2. Und es gibt, wie gesagt, auch kein eingezeichnetes Erdbeben, das dort registriert worden wäre, wo die Detonationen an Nord Stream 2 stattgefunden haben sollen. Wieso sollte es jetzt auch noch das mit dem Flugzeug geben und auch kein eingezeichnetes Erdbeben dort? Aber trotzdem auf keinen Fall so sein. In den Mainstream-Medien hieß es, beide Beben hätten eine Stärke zwischen 2,1 und 2,4 gehabt. Wieso sollte das nicht aufgezeichnet worden sein? Hier werden Beben ab 0,1 erfasst. Ich sah mich noch ein wenig um und fand dann das hier. Ein weiteres Beben, ganz in der Nähe, wo auch das erste dort bei Nord Stream 1 registriert worden ist. Und dieses zweite Beben, mein Freund, fand am 2.11.22 statt, hatte eine Stärke von 1,5 und trat in 0 Kilometern Tiefe auf, also auf dem Meeresgrund. Genau wie das andere auch, 0 Kilometer. Was hat das zu bedeuten? Hier sind meiner Meinung nach weitere Teile der Pipelines zerstört worden, ob nun beabsichtigt oder nicht. Warum ist das keinen Bericht wert? Und warum hat genau am 2.11.22 die Nord Stream AG die ersten Datenerhebungen am Ort des Pipeline-Schadens an Leitung 1 abgeschlossen? Und es bleibt nur zu hoffen, dass sie das erst nach 5:30 abends gemacht haben. Denn sonst stimmt ihr Bericht nicht und es wird noch ein wenig teurer werden. Wieso diese Explosion in 0 Kilometern Tiefe am 2.11.22, frage ich Sie, Pulitzer-Preisträger Hershowitz. Dancing with Demons, ich bin für die Natur und gegen Dämonen. Mach es gut.